So, weil hier war ich ja schon mal. Ja, ich habe das Gefühl, ich war ja noch nicht, aber es ist abgeschlossen, von daher war ich ja schon mal. Okay, alle möglichen schwarzen Bücher sind unter meiner Kontrolle. Die Insel ist befriedet und questmäßig dürfte es hier bis auf Moment. Ich habe gesagt, ich werde noch so einen Resonanzedelstein irgendwo mit mir mitschleppen. Sucher sind Diener von Emeos Mora. Sie sind nur selten außerhalb seines Reiches Apokrypha im Reich des Vergessens zu sehen. Na, wunderbar. Oh, das interessiert jetzt nicht. Die Klingen wurden zwar im Laufe ihres Bestehens zu hingebungsvollen Beschützern des Kaisers von Tamriel, doch zu Beginn waren sie vor allem als Drachentöter tätig. So, das ist jetzt aber nicht das, was ich... Moment mal, wenn ich aber meinen hier sowieso schon draußen rumgehe, könnte ich... Ich muss endlich mal einen anderen Zauber reinsetzen. Ey. Wer braucht denn bitte Drachenbändigen? Das ist doch einfach nur Verschwendung. Wo ist mein Wirbelwindsprint? Oh, zum Glück. Oh, da ist er. Oh, ich hab ihn so vermisst. Der markanteste Zauber bei dem ganzen Let's Play, wirklich. Wult, 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 Wult. Wir sind da. Wie lange hat es ungefähr gedauert? Ah, ungefähr so 3 Sekunden. Von wo seid ihr denn eigentlich hingekommen? Ah, interessante der Karte. Das war ein ziemlich schönes Gimmick hier, dran reiten oder so, aber ich finde... Haltet still. Oh. Lasst mich euch einmal genauer ansehen. Ja, na, was sehe ich denn aus? Anzeichen des Wahnsinns. Verlust der Eigenwahrnehmung. Schwarze Flecken im Weiß der Augen. Oh. Dokumentierte Hinweise auf Hermeas Moras fortwährenden Einfluss. Interessant. Mhm. Nein. Ihr seht gut aus. Zumindest nicht anders als bei unserer ersten Begegnung. Okay. Wollt ihr nicht wissen, was mit Mirak passiert ist? Um mich braucht ihr euch keine... Okay, nehmen wir das. Wer? Ach, der. Ach so. Ja, ich schätze, ihr habt ihn getötet. Oder Hermeus Mora hat sich gegen ihn gewandt, als er wie der sichere Sieger aussah. Genau. Oder ein wenig von beiden. Solstheim ist von Miraks Einfluss befreit. Daher dachte ich mir schon, dass ihr alles geregelt hättet. Warum? Gab es irgendetwas Interessantes? Nein, nichts Interessantes. Ich habe nur Mirak getötet und Salzheim gerettet. Was ihr Helden ebenso tut, nicht wahr? Herrlich. Weniger hätte ich auch nicht erwartet. Nur noch diese schwarzen Bücher. Leider habe ich keine weiteren gefunden. Oh. So viel verlorenes Wissen. Das ist ja echt schade. Wie schön, dass jetzt nicht mehr alle jede Nacht zu diesem verdammten Findling rennen. Ich schätze, ich schulde euch Dank dafür. Gott, Daniela, das ist der beste Charakter, mit dem ich spiele. Und das ist meine Spezialität. Na dann, verkaufen wir mal wieder die restlichen. Circle of Death. Klingt nett, klingt nett, klingt nett, klingt nett, klingt nett. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was zum Verkaufen. Nehmen wir noch die. Ah, und bald läuft uns aber auch das Geld aus. So, ja, komm. Steht nicht faul herum. Beschafft mir mein Buch. Wieso dein Buch? Die Asche des Roten Berges steckt voller Geheimnisse. Mhm. Geheimnisse, die ich zu lüften gedenke. Wo ist diese faule Dienerin nur? Barone? Nein. Ach, sie ist ja tot. Gott, ey, Danilo Fett. Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade ein Vieh verschluckt. Oh, verdammt. Ah, nein. Scheiße. Nee. Reich an Protein. Ah, das ist auf jeden Fall so. Ach, rau im Hals. Das ist wahrscheinlich gerade direkt durch meinen... Oh, ist das widerlich. Ich hoffe, es ist verreckt, ey. Na dann. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich kann mir nur vorstellen, dass es das jetzt gewesen ist, weil sonst weiß ich jetzt nicht, woher dieses raue Kratzen im Hals hergekommen ist. Na dann. Ich entnehme eurem Gesichtsausdruck, dass ihr noch nie einen Schlickschreiter gesehen habt. Noch nicht, richtig? Aber, naja. Das ist Stäubchen.
Ich habe sie persönlich aufgezogen, seit sie eine Larve war. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Sie ist jetzt schon lange nicht mehr reisefähig. Oh. Ich habe versucht, sie freizulassen, aber sie will unbedingt hierbleiben. Na gut, wie habt ihr hier draußen überlebt? Wir schlagen uns durch, indem wir Handel mit den Einheimischen treiben. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass sie in Frieden sterben kann. Oh. Das bin ich ihr schuldig. Ab und zu schaffen es Einheimische hier raus, obwohl sie für gewöhnlich nur einen Blick auf Stäubchen werfen wollen. Es gibt kaum noch Schlickschreiter. Ja, ist echt sehr schade. Also diese Schlickschreiter. Was möchtet ihr wissen? Warum sind sie so selten? Nach dem Ausbruch des Vulkans wurden die meisten getötet. Mhm. Ich habe Stäubchen in einer kleinen Höhle in Wadenfell gefunden. Schlickschreiter-Kokons sind ziemlich hart. Mhm. Und wofür wurden sie eingesetzt? Hauptsächlich für den Transport von Waren und Personen. Mhm. In Morrowind waren sie ziemlich verbreitet. Aber das ist schon lang her. Der Rückenschild eines Schlickschreiters ist so widerstandsfähig, dass er jedes Wetter aushält. Selbst praktisch. Die legendären Sandstürme der Molag-Amur-Region in Wardenfell haben angeblich kaum eine Macke hinterlassen. Natürlich ist das jetzt alles Asche. Sehr schade. Okay, davon genug. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ich hoffe, dass diese eine Person jetzt diejenige sonst... Kagrummels Resonanz-Edelstein, endlich. Hab ich dich. Okay, jetzt muss ich aber nochmal gucken hier. KKK. Ah. Oh. Die werden gar nicht angezeigt. Schade. Na gut, gucken wir trotzdem mal. Was hat er denn noch? Aschnöpfer-Chili, bla bla bla. Holzkohle, bla bla. Skiverschwanz, bla bla. Nischt. Na gut. Wir haben auf alle Fälle einen neuen Kakrometz-Resonanz-Edelstein. Wir werden trotzdem mal suchen. K.A. Krometz-Resonanz. 4. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man von den Dingern braucht. Ich glaube 5 oder so. Bin mir nicht ganz sicher, aber kann man das Ding benutzen? Was ist denn das eigentlich für eine Aufbaute hier? Sieht schon krass aus. Mega groß. Ich weiß gar nicht, wie die ihr Gewicht überhaupt halten soll auf diesen dünnen Beinchen hier. Sehr interessant. Und dieses Geräusch ist wirklich auch... Oh ja, das, daran kann ich mich sowas von erinnern. Jedes Mal, wenn ich bei Morrowind in die Nähe von so einem Vieh gekommen bin, habe ich das gehört. Das war cool. Na gut. Als nächstes müssen wir auf alle Fälle nach Kagrometz, weil da haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Apogrypha ist das Recht. Bla 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 bla. Ach Mann, ey. Jetzt haben wir einen Händler auf alle Fälle gefunden. Jetzt die Frage, wo finde ich... Ich glaube, man brauchte 5 Resonanzedelsteine, weil ich habe mich da mal ein bisschen informiert dazu, wo ich die anderen Dinger noch finde, aber... Ja, ich habe so das Gefühl, mir fehlt trotzdem noch einer. Was ziemlich gemein ist. Ich will doch bloß da durch. Diese Skulptur, ey. Diese Augen. Das ist sowas von Legacy of Kain geklaut. Sowas von. Ein großes Tentakelvieh, das Wissen symbolisiert und Macht und allgemein Zeitveränderungen und Hassen nicht gesehen. Es ist... Das kann einfach nur dieser ältere Gott sein aus Legacy of Kain. Und da können mir so viele Leute sagen, dass die einfach so selbst auf die Idee gekommen sind, aber kann mir niemand erklären. Nee, niemand. Hat wahrscheinlich einen ziemlich guten Symbolcharakter, wenn du gerade mal hier so einen Oktopus oder sowas hinsetzt, weil der hat ja seine Tentakel überall. Was im Grunde wie so eine Art Allmachtsfigur sein könnte. Ähnlich wie Cthulhu und was auch immer. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht hier, wie ich diese Plünderung mache. Und ja, toll. Verschwinden tun die Leichen nie. Wie muss ich das denn gleich nochmal setzen? Ich weiß gar nicht. Egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter. So, wir müssen auch bald mal durch sein hier. Okay, schräg und links unten. Wird gemacht. Dum-di-dum-dum-dum-dum-dum. Ich hoffe bloß, dass ich noch irgendwo Resonanz finde. Ich habe so das Gefühl, dass mir noch einer fehlt. Na da.
ändern wir mal die ganze Gegend. Oh, scheiße. Der Ärmste. Der spackt ein bisschen rum. Moment, wo ist denn der andere überhaupt? Ach nee, das genau. Was ist das? Das ist Wasser. Oh, es ist Wasser. Das ist jetzt ziemlich gemein. Was ist denn dieses... Alter. Diese Zwergenspinnen sind überall. Und ich muss mir wirklich ein bisschen Gedanken um das Leben machen. Na komm schon. Egal. Die Diener, die kommen klar. Das Einzige, was mir ein bisschen auf den Sack geht, ist die Balliste wahrscheinlich. Oh, sorry. Aus Versehen getroffen. Kann passieren. Wie man sich sagt. Das kann ja mal was. Okay, Problem gelöst. Zumindest so fast. Achso, das ist Hüfthoch, das Wasser. Gut. Aber hier müsste doch trotzdem noch irgendwo so ein Vieh sein. Ich sehe hier nirgendwo eins. Ach du. Oder? Da! Okay, ich gehe mal davon aus. Quest beendet. Sehr schön. Alles wieder auf Anfang. Ich hoffe, man kommt hier irgendwann mal zu diesem Umgangspunkt. Reden. Ich scheint freundlich sein. Die gibt's wieder. Das ist ja ziemlich geil. Also letztes Mal habe ich das Ding geschrottet. Das war... Ich wollte fast sagen unfreiwillig, aber ich wollte einfach mehr von diesen Resonanzedelsteinen haben. Und gerade das kotzt mich so derbst an, wenn ich gerade irgendwas finden will und das ist dann nicht da. Und ja. Finde auf ganz seltsamen Resonanz, um die Kalkumis-Prüfung abzuschließen. Abgeschlossen. Oh, dankeschön. Okay, haben wir jetzt diese Resonanz-Edelstein-Sache endlich durch. Das ist auch schön. Da habe ich dann jetzt nicht zwingend irgendetwas, was mir dann... Schwarzer Zwergenbogen des Schicksals. Okay. Die hätten es natürlich auch Zwergenbogen des Schicksals nennen können. Nein, was klingt cooler als Zwergenbogen des Schicksals? Schwarzer Zwergenbogen des Schicksals. 50% Chance für jedes Attribut 25 Punkte Gesundheit, Ausdauer und oder Magika zu absorbieren. Ich hoffe, das Ding kann ich entzaubern. Weil, naja, wer braucht schon einen Bogen? Ja gut, brauchen wir nicht. Die Triche nehmen wir immer mit. Nur von Fall. Ermüdung, Vulkan, bla 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 bla. Immer was. Und so weiter. Moment. Ich bin ja immer ein Freund vom Verkauf von Zauberstäben. Weil Zauberstäbe ja A, nichts wiegen und B, viel kosten. Sehr effiziente Art und Weise, an Geld ranzukommen. So, jetzt aber mal du. Ja, tust du. Wieso kann ich den mal nicht freundlich machen? Das wäre cool. Aber naja, gut, dann halt nicht. Seelenstein, der ist voll. Den Centurio-Kern nehmen wir auch mit. Ich bin so ein bisschen Sammler von Centurio-Kernen. Ich weiß gar nicht, wieso. Die sehen schön aus. Allgemein alle möglichen Objekte, die so ein bisschen kugelförmig sind, sich drehen oder allgemein die in die Hand packen. Ja, die man eine Hand halten kann. Ja, Steinstuhl. Wollen wir mal gucken hier. Kämpft. Ah, schön. Ja. Also hier hoch komme ich wahrscheinlich nie. Werden wir trotzdem mal kurz auf der Karte gucken, ob man hier hochgehen könnte. Nein, gut. Wir haben jetzt die Kalkrummetz-Prüfung fertig und ja, soviel zu dem Thema. Das heißt dann wirklich nur eins. Wir verlassen jetzt erstmal diese Gegend, gehen nach Abendfels, schauen uns mal um, ob da vielleicht noch irgendwelche Neuigkeiten sind. Und wenn da irgendwas kommt wie... ich weiß jetzt gar nicht, was die überhaupt ein Problem haben müssen. Ich habe mich wirklich um alles gekümmert. Aber sehr wurscht. Gucken wir trotzdem mal vorbei. Frostverzauberungen sind wirkungsvoller, wenn sie auf Stahlriemen, Waffen oder Rüstungen gewirkt werden. Ja, das ist toll. Gibt es dann auch welche, wo, naja, Feuerverzauberungen besser sind? Gibt es dann ein Äquivalent dazu? Du kannst in einer Schmiede Drachenknochenwaffen herstellen. Gefährlicher als detrische Waffen, jedoch auch schwerer. Man könnte vielleicht mit Drachenrüstungen oder so einen gewissen Bonus reinbringen. Das wäre zwar ziemlich komisch, weil gerade Drachen
ja mehrere Schreie haben und von daher sich nicht zwingend nur auf ein Element einigen. Das kann man wirklich nur mit den Eisrüstungen hier machen. Eine richtige Feuerrüstung gibt's gar nicht. Was echt schade ist. Na gut. Arkane Verzauberer sind bla bla und hast du nicht gesehen? Das war das Doom, mein Freund. Warten wir mal kurz, bis alle Leute hier wieder da sind. Dann kommt bestimmt irgendwie ein Kurier wieder, der mir sagt, ey, ich habe hier eine kleine Notiz. Die könnte dir vielleicht gefallen. Da steht dein Name drauf. Vor allem derjenige, der den Kurier wahrscheinlich zum ersten Mal diesen Brief in die Hand gerührt hat. Such nach jemandem, der aussieht, als könnte er eine ganze Armee besiegen. Und gib ihm dann bitte diesen Brief. Seht mich an. Bei mir hat sich das Blatt gewendet. Und das verdanke ich euch. Warum sollte ich Mitleid mit euch haben? Wie läuft es seitdem? Hat nicht jeder Mitleid mit den Obdachlosen? Seht mich an. Ich bin nicht besser als ein Bettler. Ich war früher im Bergbau tätig. Und das mit Erfolg. Als die Mine erschöpft war, war ich am Ende. Ja. Beherrscht. Oh Mann! Ein anderes Handwerk. Also vertrinke ich seitdem mein Vermögen im spuckenden Netz. Ah, klasse. Zumindest habe ich das früher gemacht. Mogul verleiht keine Münzen an Fremdlinge. Mogul ist ein Arschloch. Dieser Zauberspruch sieht schmerzhaft aus. Ja, ziemlich. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Na dann, wir wollen. Ja, erstmal ein paar Heiltränke wieder verkaufen gehen. Nehmen wir den noch mit und den und den und den und den. Okay, die 100er, die lassen wir mal noch, nur für den Fall. Und könnte ich denn mal noch irgendwas verkaufen, was ich denn nicht... Ach ja, stimmt, ich habe ja noch irgendwelche Mirax-Schwert. Das sieht, hat so eine gewisse Ästhetik, aber das war's dann aber auch. Na gut, Seelenreißer, Stab der Austreibung, was ist das denn? Mächtige, beschworene, dietrische Kreaturen, werden zurück ins Rechte, kann weg. Feuerbälle kann weg, Magnus brauchen wir noch. Sonst noch was? Nö. Habe ich denn nicht noch irgendwo einen... Ich habe doch bestimmt noch irgendwas anderes mitgenommen, oder? Das kann nicht sein. Ja, dann halt eben nicht, ne? Schade, aber lässt sich halt nichts machen. Gut. Hätten wir jetzt das Problem gelöst. Hier gibt es jetzt keinen Grund mehr, da zu sein. Das heißt, wir gehen zurück dorthin, wo man uns wahrscheinlich händeringend vermisst und wo die Drachen mittlerweile Amok laufen müssten. Zurück nach Himmelsrand, endlich. Und ja, so mittlerweile sind wir kurz vor dem letzten Level ab und da werde ich jetzt noch mal ein bisschen gucken, wo ich hier noch ein paar kleine Nebenquests allgemein machen kann und dann eventuell könnte ich noch, also ich habe ja sowieso noch ein paar Tipps für die ganzen Wörter, die man suchen könnte. Und vor allen Dingen habe ich noch nicht ganz alles auf dieser Karte entdeckt. Also dauert noch ein kleines bisschen, bis die Hauptquest fertig wird. Ah, nee. Ich bin so ein gewissen Motivationsmensch. Man braucht eine gewisse Motivation bei den ganzen Spielen. Ich bin nicht so ein Freund von so na zumindest extremst offenen Welten, ähnlich wie bei Minecraft oder so. Da habe ich mich... ich habe versucht, mich mit dem Spiel irgendwie... Es ist zwar wirklich toll und schön und gut gemacht und so, aber... Wenn ich da ein Spiel spiele, dann will ich deswegen schon noch ein bisschen... eine Geschichte hören. Ich bin ein Freund der Geschichten, Marc. Egal wie... okay, vielleicht nicht egal wie blöd und dumm die Geschichte ist, aber... sie kann ruhig abgedreht sein. Es trägt einen gefährlichen Zauber. Sind das meine Diener? Ja, wie kommen denn die hierher? Na gut. Sollten eigentlich auch mit auf dem Schiff sein. Wir schaffen das Buch Wind und Sand. Ja, da werden wir auch mal demnächst hingehen müssen. Und dann haben wir noch das hier. Und oh, das ist doch mal schön. Der Winter hat Einzug gehalten. Himmelsrand, Festung Neugreut. Ah, schön. Rorikstadt gibt's auch noch. Arkentanz. Hier gibt's so viel, was man noch entdecken könnte. Beziehungsweise so, eigentlich gibt es ja wirklich wenig. Wenn ich jetzt ja irgendwo hin Schnellreise machen würde, was sind das von nämlich? Ach so, ich habe hier glaube ich diese. Moment. Und abbrechen. Ja, ist immer noch da, sehr schön. Ich habe hier glaube ich diesen Fisch da markiert, damit ich genau weiß, wo der ist. Hier ist dieser
Keine Ahnung. Fisch. Wie hieß denn der? Muschelfisch. Muschelkäfer. Und von denen kann man abbauen. Das ist der einzige, den ich bis jetzt je gefunden habe. Und da habe ich dummerweise meine Spitzhacke nicht da gehabt. Und Muschelkäfer sind jetzt nicht so gut. Also der einzige Grund, warum man da eventuell... Naja, was hätte sollen, heute könnte. Gehe zu Dorian in Einsamkeit und hole den Gegenstand ab. Ist das allgemein für eine Quest, bitte? Gott, ey, sind das viele verschiedene... Also das hier sind keine Nebenquests im eigentlichen Sinne. Das sind mehr Minimaldinge. Es sei denn, hier steht irgendwas mit Betritt oder Suche die Energiequelle. Genau, das könnte eigentlich noch ein separates Quest sein, weil gerade das interessant ist. Der ganze Rest hält sich eigentlich eher am Grenzen, weil das sich wiederholende Quests sind, wie zum Beispiel tötet den Banditenanführer in geht da hierhin und dahin und tötet den Anführer von Kiefermundhöhle, vor allen Dingen schon zum 1000. Mal. Ist ja nicht so, dass man das Quest schon einmal gemacht hat, aber nach dem x-ten Mal ist es echt nicht mehr normal, wenn du nach, wie ist das Ding? Hemas Schande gehen musst. Lager der sprechenden Steine. Wow. Das ist neu. Aber wie gesagt, da ist es... Ist denn Hemas Schande, verdammt? Das war doch hier irgendwo. Anvias, südlich, Schwindelhörst, Bruchtal. Redorans Zuflucht. Nee, das war es nicht. Hier waren meisten... Oder war es Redorans Zuflucht? Ha, Moment mal kurz. Hier war doch... Hier war irgendwo so ein Nebenquest, bei dem man diesen Vampir töten musste. So, das hat sich auch nicht so ganz, das auch nicht. Aber egal. Wir müssen auf alle Fälle noch ein bisschen was hier erkunden, bevor die ganze Sache zu Ende geht. Oh, und wieder. Ach nee, das ist ein Orklager. Ah, oh, aber.